Also ich war immer ein Mensch, der zu allen Jungen gesagt hat, Jungs gesagt hat, du musst bilden, bilden, ja nicht, in den Krieg ziehen, was weiß ich, Golan und Gibraltar und das und jenes. Aber jetzt schon, wenn du im höheren Alter verstehst, kann ich das irgendwie schon nachfühlen, die Jugendlichen, die etwas ungeduldig sind, ein bisschen Geld verdienen wollen, dass sie sagen, ich diene im Iran, verstehst du, im Irak. Mir ist es eigentlich wurscht, die Gruppierung. Wenn es der Al-Qaida ist oder Taliban, ich schließe mich überall an, ob es der Che Guevara sei oder wenn es der amerikanische Präsident ist, wenn er sagt Freiheit oder Frieden, wenn er mich gut bezahlt, verstehst du, kann ich mir schon vorstellen, irgendwie, ich bin jugendlich, will Mann werden, verstehst du, bin 18 Jahre, will irgendwann einmal ein Moped kaufen. Weil ich will nicht zu enden mit der Hansi, verstehst? Mit 50 Jahren hat er noch niemals geschustert und hat nichts, verstehst? Weder ein Artefakt bedient, er hat keine Prüfung für nichts, er darf kein Moped lenken und nichts, verstehst? Da denkst du, der junge Mann ist mir wurscht, verstehst? Ich schließe mich an, den Enkelkinder der Terrororganisationen. Und die Damen, die Schönen, steigen ein mit dem Knaben, ein Gelehrter wahrscheinlich, Magister, ja? Ja, denke ich. Bei mir ist der Junge das letzte Mädchen abgeschliffen. Wie alt bist du? Schaust du aus wie 13? Sag sie nicht. Das Mädchen. 13? Ja. 13. Guten Abend. Und der andere Mensch sagt, ich fühle die Armut nicht so stark, ich kann mir ein besseres Fahrzeug doch leisten. Ich habe Einkommen. Vielleicht leite ich die Rechtsfakultät in Graz, Karl-Franzens-Universität, habe 400 Magisterweiber unter mir, alle Philosophinnen. Aber die Stadt, überall, wo du in Graz schaust, in Klagenfurt, in Knittelfeld, in Lyon, kein einziges Lichtlein, wo brennt, verstehst du?